Wow, ihr Pferdenerds! 2 Wochen ist es jetzt schon her, dass ich euch dieses Video hier gezeigt habe und euch die Aufgabe gestellt habe, aus einigen Fotos daraus etwas Neues zu machen oder sie in neue Welten zu versetzen. Das hier sind die Originalbilder, die ich euch zur Verfügung gestellt habe von dem spontanen Shooting von Katja und mir. Und das habt ihr draus gemacht. Und dazu dann meinetwegen das zweite oder dritte Bild. Einige haben ja mehrere gemacht. Ich habe auch alle Instagram-Accounts und YouTube-Accounts einfach mal unten in die Infobox gepackt. Wenn euch das gefällt, gerade bei den Instagram-Accounts, schaut doch auf jeden Fall mal vorbei. Es lohnt sich echt. Auch bekomme ich von euch auch immer mal so ganz liebe Post. Hier auch mal von der lieben Alexa, die gesagt hat, hey, kannst du das nicht mal in einem Video öffnen? Ja, mache ich hiermit. Ich habe es schon mal gleich geöffnet und ich muss auch zugeben, dass ich schon reingelinst habe, weil ich nicht wusste, wie ich das hier vielleicht machen kann, aber ich fand das so cool, hier mal so eine Liste mit Datum und Videoidee und wie man wo was mal organisieren kann, finde ich super. Oder hier eine Zeichnung von der lieben Eva, die mir ihr Pflegebeteiligungspferd hier gemalt hat. Total süß. Und ich habe mir überlegt, hier hinten die Wand möchte ich gerne noch ein bisschen verschönern, wo ich halt eure Zeichnungen, Bilder oder hier solche Ideen unterbringen kann. Wenn ihr mir auch gerne was schreiben wollt, dann schaut doch einfach mal hier oder unten in der Infobox, da steht alles drin. Wenn ihr von mir eine Antwort haben wollt oder hier so eine Autogrammkarte mit irgendwie einem kleinen Text drauf oder so, dann braucht ihr mir nur einen frankierten Rückumschlag zu schicken, mit eurer Adresse drauf natürlich. Und dann geht das auch zurück. Eine Bitte habe ich aber noch, diese Karten hier sind so Größe A6, DIN A6 und das sollte da dann da reinpassen. Ja? Ich hoffe, dass die einen anderen, die ein bisschen kleineren Umschlag geschickt haben, dass alles heil angekommen ist. Aber ich gebe mir Mühe, es alles sicher zu verpacken. Wenn ihr Spaß an solchen Challenges, also vor allem Community-Challenges habt, dann gibt es eigentlich was ganz Cooles für euch demnächst. Da bin ich gerade dabei, dran zu arbeiten. Ich habe das ja bei Instagram schon mal kurz angesprochen. Also wenn ihr jetzt neugierig seid, dann könnt ihr da gerne mal vorbeischauen. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr für die Leute, die hier so geile Bilder gemacht haben, dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und ansonsten findet ihr hier drüben noch 2 weitere Videos. Und hier unten könnt ihr noch abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao!